Sie sehen eine Konsumerrezension. Megalobox ist ja wohl der beste Anime-Titel, der 2018 erschienen ist. Vergesst einfach alle anderen Titel, die im selben Zeitraum rauskamen. Nur Megalobox ist der Real Deal. Ihr fragt euch warum? Ich sag euch warum. Die Geschichte von Megalobox, die ist einfach zeitlos. Ein Underdog, der sich nach oben arbeiten will, das funktioniert immer, Freunde. Und deswegen geht's hier auch nicht um irgendwelchen emotionalen Quatsch wie Liebe oder Rache. Nein, es geht hier darum, ein Ziel zu haben, dieses niemals aus den Augen zu verlieren. Darum zu kämpfen, einen Traum zu haben und fest an diesen zu glauben. So wie der junge Joe, denn der nimmt am größten Boxturnier aller Zeiten teil, dem Megalobox. Und das, obwohl er keine Chance hat. Aber so jemand wie Joe, der lässt sich nicht einfach ausdrängen. Der macht einfach eiskalt weiter, denn er weiß, worauf es im Leben ankommt. Und zwar nicht darauf, wie viel man austeilen kann, sondern nur darauf, wie viel man einstecken kann. Er hat so die Kontrolle über sein Leben verloren, dieser Mensch. Auch einfach nur der Reihe nach um. Genauso wie euch der Anime umhauen wird, wenn ihr erstmal die Blu-ray-Disc in euren Player legt. Warte mal, was hat er da gesagt? Blu-ray-Disc? Ganz recht, den Anime gibt's nämlich nicht auf Netflix oder Co. Könnt ihr direkt vergessen. So eine Perle, die muss man kaufen. Ist das dein fucking Ernst? Lohnt sich das? Und wie sich das lohnt, Freunde? Der Anime sieht einfach nur göttlich aus. Die 13 Episoden haben einen wunderbaren Oldschool-Look, der so wohlig an die schönen alten Animes aus der Zeit von Viva und MTV erinnert, dass mir regelrecht das Herz aufgeht, Freunde. Und dann hört sich der Soundtrack auch einfach nur anbetungswürdig an. Der läuft bei mir in der Dauerschleife bei YouTube und macht diesen Titel zu einem Instant-Classic. Richtig unangenehmer Typ, ehrlich, Alter. Titel ist richtig unangenehmer Typ. Des Boxens. Und Freunde, damit habe ich euch am Angelhaken. Das war der Vergleich, der euch packt. Der euch den Ehrgeiz in die Venen treibt und dazu bringt, diesen Anime zu kaufen. Und das mit Recht. So. Und bevor ihr jetzt ein paar extra Runden einlegt, hier noch meine finale Wertung. 9 von 10 für diesen jetzt schon Klassiker. So, und jetzt raus hier, Freunde. Ich muss noch ein bisschen weitermachen. 1, 2. Du hast die komplette Kontrolle über dein Leben verloren. Du hast die komplette Kontrolle über die Realität verloren. Du raffst ja nicht mehr, was abgeht, Junge.